Hallo, guten Morgen. Herzlich willkommen in unserer Show. Heute, 5. April, Palmsonntag, berichten wir mal live aus der WG von Muku. Wir begleiten Muku mal einen Tag lang und schauen, was er an einem Sonntag so alles treibt. Ja, herzlich willkommen in meiner Freiburger WG. Okay, Muku, erzähl uns doch mal, was du jetzt hier in der Küche gerade vorhast. Ja, wir wollen heute einen Karottenkäsekuchen bauen. Die meisten Leute kennen den wahrscheinlich unter Carrot Cheesecake. Hierfür brauchen wir erstmal ganz viele Möhren. Wir nehmen also 500 Gramm Möhren. Ja, und wegen meiner Glutenintoleranz und weil die meisten Läden, so wie Rewe und Edeka, die bei uns in der Gegend sind, nicht so wie versprochen die Regale wieder auffüllen und dann genau da bei den Backwaren ein chronischer Mangel herrscht, haben wir uns dann kurz herum entschlossen, das zu benutzen. Moment. Ja, ich weiß, Schleichwerbung. Ich krieg dafür kein Geld. Jedenfalls, dieses Produkt ist schon fertig. Aber, wie man sieht, glutenfrei. Perfekt für mich. Das schaut aber lecker aus. Hallo? Nee, du, Naschen verboten. Naja, zumindest jetzt. Da verdirbst du dir nur den Magen mit. Das ist nicht so gut. So, Muku, erzähl mal, was machst du denn jetzt hier? So, wie man unschwer erkennen kann, mache ich gerade Feuer. Und das mit alten Maiskolben oder trockenen Maiskolben. Die brennen richtig gut und richtig lange und machen lange Glut. Das ist viel besser als Kohle. Viel gesünder. Denn ich will, dass wir diesen wunderschönen Tag mit Grillen beenden. So, jetzt ist das ideal. Jetzt kann man nämlich langsam mal das Fleisch da reinlegen. Genau, das Fleisch. Bring's mal rüber, Timmy. So, Muku, während das Fleisch draußen auf dem Grill vor sich hinschmort, was können wir denn jetzt in der Küche noch tun? Na, ich würde mal sagen, jetzt kann man noch ein bisschen Salat zusammenkloppen, weil das schmeckt ganz gut zum Fleisch. Und da du Hände hast, musst du mir helfen. Ha! So, liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Tag ist jetzt schon wieder zu Ende. Ich hoffe, ihr habt auch was gelernt beim Backen, zum Beispiel. Ich freue mich aufs nächste Mal und sage Tschüss.